Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 Multiplayer Youngtimer-Projekt mit dem Randy und dem Kaderot. Hallo! Da sind wir wieder. Nö. Hey, guten Tag! Jojo. Ach Mann, Alter, ich... Oh. Nee, du. Wir hatten beim letzten, letzte Folge noch das Thema Kälte und Kost. Da will ich gerne noch abschließen mit eurer Meinung, weil ich habe sehr viel dazu geredet. Und ja. Ihr habt ja auch reingespielt. Zwei Fragen dazu. Erste Frage. Würde ich euch so von der ersten Einschätzung, die ich jetzt gegeben habe, dem anschließen? Und zweite Frage. Stell ich vor, das wäre jetzt mit dem Stroh-Update erst rausgekommen. Also die Early Access. Inwieweit wäre das dann komplett anders verlaufen? Und die Frage habe ich mir nämlich jetzt beim Spielen jetzt mal so gestellt. Als ich jetzt fürs Wochenende aufgenommen hatte. Also mir selber, nicht den Zuschauern, sondern ihr habt selbst Gespräche geführt, wie immer. Komisch. Nö, ich habe ja gesagt, ne? Ja, die Frage als allererstes mal, ob sich der LS irgendwas vom Cat & Crops angeguckt hat. Wahrscheinlich. Kann ich nicht sagen. Kann sein, muss nicht sein. Wird wahrscheinlich irgendwas auch sein. Wird wahrscheinlich aber auch andersrum gewesen sein. Bin ich mir auch ziemlich sicher. Und ja, ich spiele es immer wieder mal an, weil ich immer natürlich beobachte, was gibt's Neues, was machen die besser und so weiter und so fort. Also man sieht, also ich glaube, wie soll ich es formulieren? Es wäre kein Fehler gewesen, das Spiel zum jetzigen Zeitpunkt als Alpha rauszuhauen. Weil man sich einfach sehr viel Kritik gespart hätte. Die ja da ist. Also meinst du mit der Early Access warten, hätte man warten können? Ich hätte gewartet. Ja. Weil ich glaube nicht, also es, es kann schon sein, dass es auch Leute gegeben haben, die vielleicht einige Videos gesehen haben am Anfang von Cattle & Crops und die sich dann das Produkt gekauft haben. Das kann schon sein. Die andere Sache ist natürlich, dass sie das etappenweise raushauen, macht natürlich Sinn, weil wenn das nicht fertig ist und du bringst eine Maschine, wie du auch in der gestrigen Folge gesagt hast, oder in der letzten Folge, die hauen einen Ladewagen raus und du hast aber nichts, was du mit dem Ladewagen machen kannst, bringt nichts. Also da fragt sich jeder, wollen die uns verarschen? Also das ist prinzipiell schon ganz gut, wie sie es machen. Wie gesagt, ich hätte es vielleicht später rausgehauen, aber dann ist halt die Frage, ob wirklich das Budget schon da gewesen wäre, damit es bis heute noch läuft. Also ich glaube, das ist auch wirklich eher das Problem. Also ohne das jetzt zu wissen. Glaube ich auch. So ein Spiel ist richtig teuer, gerade in der Qualität. Ja? Das glaube ich auch. Ich freue mich darauf, muss ich aber ehrlich sagen. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt sagt, oh, LS ist das Beste der Welt und bla bla bla. Ich finde den LS gut. Weil ich einfach finde, dass es momentan noch keinen ausgereiften Vergleich gibt. So, aber wenn da jetzt was kommt, wo ich wirklich sagen kann, das ersetzt den LS oder ist in einigen Punkten sogar besser, dann bin ich der Letzte, der Nein sagt. Mhm. Randy, wolltest du noch was ergänzen? Oder? Ach so, nö. Gut. Ja, bin gespannt, was die Zuschauer dazu schreiben. Bei mir ist es ja immer besonders kritisch gesehen, weil ich halt schon sehr früh dabei war und da liegt natürlich dann auch diverse Vermutungen nahe. Wie gesagt, es ist halt, wer mich schon lange kennt, der weiß, dass ich den LS gerne spiele mit vielen Maschinen und mit dem, das habe ich letzte Folge schon gesagt. Und deswegen wünsche ich mir halt besonders, dass es klappt. Von jetzt mal unter uns hört ja keiner zu. Wenn das im LS so wäre. Also, Helfer, ich hab, ne, klick auf die Map, der fährt dahin, fertig. Und ich hätte diese ganzen Statistiken, die ich da auch habe, und diese ganzen Details und sowas alles, geschenkt, dann sagen wir mal ganz hart, dann Boyer, okay, Kettle und Korps. Ist so, weil es ist so die Art, wie ich gerne spiele. Ich habe auch den Farm-Manager deswegen gespielt, nämlich hier noch, Farm-Experten, ne? Farm-Experten. Eben, weil man das da so, ja, ihr sagt grausames Spiel, aber da sind Komponenten von mir drin, die ich halt mag. Ja, ist auch gut. So ist es halt. Und deswegen bin ich da immer noch Feuer und Flamme für. Und ich sag mal, weitere Aspekte des Spiels sagen mir dann auch zu. Ja, zum Beispiel der Detailreichtum, die realistischere Grafik, die viel mehr Details an den Maschinen und so aber weiter. Das ist wobei ja wieder, sich natürlich ja, das ist ja wieder der so LS ja auch gesteigert hat. So eine Typsache, ne? Weil es gibt Leute, die haben Bock, zum Beispiel der Kollege Guden, schöne Grüße an der Stelle, die sitzen 5 Stunden lang im Traktor und pflügen. Ja. So, dann gibt's Leute, wie dich zum Beispiel, Garderol,
der mehr der, wenn es sein kann, wenn es sein muss, auch mal der Manager ist und nichts selber macht, sondern einfach mal ein bisschen rum dirigiert, sagen wir es mal so. Mhm. Aber wenn er darauf Bock hat, auch in eine Maschine reinhüpfen kann und einfach mal das Feld abmähen kann oder wie auch immer. Gibt halt, glaube ich, ist auch eine Typfrage. Genau, aber ich glaube, dass deshalb so auch schwer nachzuvollziehen ist, für Leute, die jetzt wirklich den NS als ideales Spiel gefunden haben, warum ich da so steil gehe. Ne? Weil für mich, ich sag mal, es ist vielleicht wahrscheinlich von uns dreien hier für mich, ich glaube, da würdet ihr sogar von dem, wie ihr mich kennt, wie ich spiele, zustimmen. Für mich ist das das idealste Spiel von allen Landwirtschaftssimulationen, die es gibt. Und es ist ja auch kein Wunder, dass ich mich drauf freue. Ne? Ist auch gut. Ich habe vielleicht noch eine abschließende Frage dazu, wenn ich die gestatten darf. Traktoren fliegen keine rum? Das war ein Nein. Okay. Renny, haben wir noch Themen? Gut. Und zwar... Wo wir gerade von... Wo Renny. Wir gerade von Dings sprechen. Jeder kennt ja... jeder kennt ja Dings hier auf Streife. Oder, oh ja, Tod und oder hier Krankenhaus am Südring. Oder halt auch krass Schule. In der Klinik am Südring. Was? Genau. Das gibt's ja alles. Und die haben jetzt ein Outsourcing betrieben. Ja? Das bedeutet im Endeffekt, die haben ihre Position bzw. ihre Abteilung, die für Schauspielerei zuständig ist, also Leute, Laiendarsteller anzuwerben, haben die outgesourced, und zwar in die Firma Bauhof Klever. Oh. Dort hat man nämlich jetzt am Wochenende wieder ein was für ein Lead in hier. Danke. da hat man nämlich am Wochenende jetzt wieder mal ein neues Probeprojekt gesehen, der Klasse 8a, was ich nannte mein Bauhof Kleberbüro mit Sekretärin. Und was? Mein Bauernhof? Moment, nee, hier, mein Copyright. Büro. Achso. Mein Schade, Büro, Bauhof Kleber. Ja. Mit Sekretariat und Kohn. Dabei handelt es sich um ein ca. 12-minütiges Video, was am Anfang den Anschein eines Vlogs vermuten lässt, dann aber so ca. ab 2 Minuten als ein Werbevideo umschlägt. Wieso denn erst nach 2 Minuten? Weiß ich nicht. Es wurde erst nach 2 Minuten dann oben links fett Werbung eingeblendet. Also. Weil vorher war es anscheinend noch Alltagsgeschehen. Mhm. Man weiß es nicht. Aber wir kennen alle die Situation. Wir sind im Büro. Das Sekretariat kommt und sagt, der Computer geht nicht mehr. Und auf einmal sieht man es so vor sich. Oben rechts steht Werbung. Aha. Und dann fühlt man sich mal kurz genötigt, ein Werbevideo zu machen. Und naja. Ich weiß. Da gab es eine Sendung auf RTL. Jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Da gab es eine Sendung mal auf RTL früher mit Dirk Bach. Da waren auch so Leidenschaftsschauspieler. Und dann wurde ein Begriff genannt und dann mussten die den darstellen. Und du sagst jetzt, wenn der Begriff Werbung kommt, dann muss man den darstellen. Habe ich das richtig verstanden? Da hast du jetzt zu viel reininterpretiert. Ach so. Viel zu viel. Viel zu viel. Naja, im Endeffekt es geht darum, für die Leute, ich habe ja ein Live-React gemacht, könnt ihr euch gerne auf Twitch anschauen. Nein. VOD ist zur Verfügung. Okay. Geht über 30 oder 40 Minuten, viel zu lange. Genau. Auf jeden Fall für die Handlungsweise. Der Chef, der Benny, sitzt in seinem Büro, kümmert sich um Baugenehmigung, um Kostenüberschussrechnung. Das sagt er auch sehr laut vor sich her. Währenddessen ist eine Kamerafrau im Büro und schwenkt natürlich auf ihn. Das ganze Szenenbild wird mit einem iPhone gefilmt, gegen das Licht, ohne Fokus. Hat also dementsprechend auch einen sehr amateurhaften Look, der aber heutzutage sehr gut ankommt. Und dann klopft es an die Tür und ein nettes weibliches Wesen betritt den Raum und sagt, hallo Chef. Mein Computer geht nicht. Der Chef blickte auf und sagte, das ist ja gar nicht so gut, dann kann ich ja gar nicht arbeiten. Ja, ich komme gleich mal vorbei. Danach gab es einen... Ja, richtig. Der Satz hat mir eigentlich auch noch gefehlt. Ja, dann gab es ein kurz schwarzes Bildschirm, einige Stunden später. Und dann kam der Chef ins Büro des Sekretariats
und hat dann festgestellt, beziehungsweise der Dialog ging dann ungefähr so: Hier, Chef, das ist der kaputte PC. Ja, ich sehe es. Dann muss ich gleich mal nach einem neuen schauen. Dann geht er wieder zurück, geht an seinen Computer, öffnet die Webseite der bekannten Marke One. Für die werbt auch die Gamester. Und stellt dort ein 1349,99 € kleinen Kompakt-PC vor. Kompakt im Sinne von nicht so Mid-Tower oder Low-Tower, sondern wirklich so Handtaschenformat. Slim-PC. Slim-PC, genau. Mhm. Oh Gott, mit einem i7G8800 irgendwas. Mhm. Zählt er die ganzen Vorteile auf, währenddessen scrollt er im Bild, macht sich aber im richtigen Bild Notizen, sodass das sehr weird aussieht, weil beide Hände, eins auf dem Blatt Papier, das andere am Kugelschreiber, aber das Bild scrollt halt weiter und wird auch weiter markiert. Das sieht zum Beispiel sehr weird aus. Ja, der PC wird dann bestellt, kommt innerhalb von einem Tag an, wird dann nochmal der Sekretärin vorgestellt. Da muss man auch nochmal lassen, das Skript für die Sekretärin war einmalig. Aha, schön, toll, okay, Chef. Alter, du übertreibst doch. Nee, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Ja, und danach wurde dann nochmal die Vor- und Nachteile dieses PCs beworben. Unter anderem war der alte PC scheinbar so laut, dass sich der Chef, der drei Etagen weiter sitzt, sich gefragt hatte, ist das die Klimaanlage oder der alte PC? Aber ja, jetzt mit dem neuen PC, der ist ultra leise, den höre ich gar nicht. Währenddessen war der neue PC nur an den Strom angesteckt. Ja. Ansonsten wurde der Sekretärin noch geraten, der neue PC ist so kompakt, den können Sie sogar in die Handtasche mitnehmen, falls Sie mal Homeoffice machen müssen. Ja. Gut, und das Video endet im Endeffekt nochmal mit einer kleinen Vorstellung, einem Gewinnspiel und den Rat bzw. Überzeugung, dass der PC ziemlich günstig ist. Auch, beziehungsweise das war noch vorher im Video, ungefähr war so die Aussage, der PC ist günstig und man kann ihn finanzieren. Auch für Privatpersonen. Das ist gerade für uns im Gewerbe wichtig. Oh, nee. Oh, dieser Finanzierungsscheiß, ne? Ja, ja. Ich finde die Aussage im Allgemeinen... Nein. ...als Privatperson... Ja, nee. ...das ist für uns als Gewerbe wichtig. Macht keinen Sinn. Aber die Zielgruppe und... Ja, ich weiß. Aber man muss es ja zum Positiven halten. Er hat gesagt, wer 1349,99 nicht einfach mal so auf der hohen Kante hat... Ja. Weil Benny kennt sowas nicht. Der hat nur solche Leute scheinbar um sich. Aber... Aber er kann so das ja finanzieren für 23,98 € im Monat. Ja, das ist circa einmal Fitnessstudio im Monat, ne? Und da kann sich das auch jeder leisten. Er hat ja, dabei leider außen vor gelassen. Moment, er hat leider außen vor gelassen, dass das sich da um 72 Monate, also um 6 Jahre handelt. Ah. Und dass man ca. 400 € Zinsen drauf zahlen muss bei 9,6% effektiven Jahreszins. Also das ja, kann man überlegt, ja machen. Nee, ich mache demnächst auch mal hier für Pokerseiten und so. Das glaube ich, kommt das gleiche Level raus. Ich finde das echt widerlich, wie gesagt. Aber gut, erzähl weiter. Entschuldigung, wollte ich unterbrechen. Ja, das war im Endeffekt das Werbevideo. Wie gesagt, Reaction könnt ihr bei mir auf Twitch anschauen. twitch.tv/sachsensplayeryt. Einfach in die VODs schauen. Ich glaube, der Titel heißt React to Möchte gern Businessman. Und ja, Ehrenmann, kann ich da nur sagen. Ehrenmann, absolut. Sehr, sehr nett, dass er an seine Zuschauer denkt und da auch Sorgen um deren Finanzen hat und deswegen da sehr gerne behilflich ist. Finde ich, also das finde ich ja ganz toll. Kappa heißt das, glaube ich, heutzutage. Ja. Entschuldigung, Werner, ich wollte dich nicht abbiegen. Kein Problem. Wurde das Ganze nicht als Gaming-PC beworben? Das Ganze wurde als Gaming-PC beworben, fürs das Office. Ist richtig. Fürs Office, ist richtig. Aha, ja. Das ist so der Effekt, den hatte ich leider vergessen, ist richtig, ja. Aber es war ja nicht das Einzige, es ist ja mittlerweile zum Aufnahmezeitpunkt wieder ein neues Video erschienen. Oh nee. Und zwar der LS19 Gaming PC wurde vorgestellt. Also ebenfalls steht im Titel LS19 drin. Und dass LS19 da überhaupt mit reinpasst, hat sich Benny die Mühe gemacht, das PC-Cover vom LS19 auszudrucken und in eine DVD-Hülle zu stecken und in die Kamera zu halten. Um zu suggerieren, ey, ich hab das zum Beispiel schon. Ebenfalls, ich denke mal, das ist die Absicht dahinter. Aber es wurde die Frage im Video gestellt... Ich habe hier ein Spiel in der Hand, LS19 Cover. Kennt wer das Spiel? Schreibt es mal in die Kommentare. Billiger auf Community-Interaktion setzen geht nicht, aber andere Sache. In dem Video geht es im Übrigen weiterhin um einen... Ja, hat es ja geklappt. Ich glaube 1500 Likes zu 36 Dislikes.
Das hat sehr gut geklappt. Und keine Ahnung, wie vielen Kommentaren. Und in diesem Video ging es wieder um einen PC von One. Mhm. Beziehungsweise mit Ausstattung von diesen Arius oder wie die Scheiße da heißt. Oder da gesponsert ist mit dieser Marke da. Ich kann es nicht aussprechen. Aorus, glaube ich, heißt. Aorus oder irgendwie sowas in der Art, richtig. Und da geht es nochmal um einen PC, ich glaube mit einem AMD Ryzen schieß mich tot. Und der PC ist diesmal unter 1000 Euro, hat er extra gesagt. Mhm. Er kostet unter 1000 Euro, also zu ergattern. Und auch hier nochmal, wer ergattern? Nicht 1000 zu ergattern, ja. Dagegen verwehre ich mich. Ja, ja. Und wer die 999,99 nicht zur Verfügung hat, kann diesen PC auch für 18,95 Euro, das ist weniger als eine Fitnessstudio-Rate, auch finanzieren. Das geht alles super schnell und dementsprechend kompakt. Ja, und dazu gibt es jetzt kein React-Video, weil das war ein reines Nüchtern. Also der hat da mal keine Schauspielerei gemacht, sondern hat einfach nur gesagt, ey, ich habe jetzt hier Kohle dafür gekriegt, muss jetzt ein Video dazu machen. Ich setze mich einfach auf den PC, stelle einen Autofokus nicht ein und laber in die Kamera. Also das Ganze führt dazu, dass ich mal wieder livestreamen muss, glaube ich. Da kann man auch mal so ein paar Reactions und Talks auch mal einbinden, glaube ich. Das ist doch so, sehr, wenn das langsam mal nötig würde. Gut. Ich habe angefangen. Ja. Was ist sehr, sehr gut? Dass du mal einen Livestream machst. Mit Facecam. Nee, für Facecam würde ich nicht passieren. Was? Du verfolgst meine Livestreams? Na, natürlich. Wann machst du sie denn? Dann kann ich sagen, wann ich da war. Was redest du da? Warum sagst du mir, dass du es gut finden würdest, wenn ich Livestreams mache? Hast du nicht gerade gesagt, ich muss auch mal wieder livestreamen? Ja, aber woher rührt deine Begeisterung? Das suggeriert ja, dass du diesen fantastischen, hochqualitativen Livestreams beigewohnt hast mal in der Vergangenheit. Oder worauf basiert deine... Ich habe tatsächlich einen deiner Livestreams schon mal beigewohnt, ja. Okay. War das Minecraft oder was? Das war Minecraft, ja. Okay. Also gerade Minecraft mit Meinung oder sowas. Nee, das war mit Basel, glaube ich, hast du zusammen. Ja, ja, der ist immer Moderator dann. Ja, ja, genau. Das habe ich gesehen. Weil ich finde es halt wichtig, dass wenn man Livestream macht, dass man auch wirklich intensiv auf den Chef eingeht. Aber ist halt gut. Auf den Chef. Ja, ja. Danke ja. dafür, ne? Der Basel sitzt dabei und soll intensiv auf den Chef eingehen. Ja. Auf den Chat. Meine gut, Güte. Wenn ihr auch auf den Chef eingehen wollt, drückt gleich den Daumen nach oben. Wir sehen uns vielleicht in der hat er einen Computer für euch. Das kann sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei den anderen zwei Sweden Boys vorbeischauen. Bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.